komm zu ihm. Was trinkst du denn da? Go. Grobmotoriker, komm, wir drehen mal kurz eine Runde, bevor du hier ermüdest, Ermüdungserscheinung. Bevor ich hier den Sekt leer schöpfe. Komm, wir drehen mal eine Runde, zeigen mal, was hier so ist, wenn es noch leer ist. Voll cool und gehen dann da zwischendurch. Okay. Mega cool. Ha? Wie immer habe ich natürlich auch meinen netten Co-Moderator. Ja, klar, der keine Karteikarten hat, aber du hast ja vorhin welche geschrieben, ne? Was steht denn da so drauf? Auf meinen Karteikarten? Ja. Zum Beispiel, dass wir zum 71. Mal hier sind. Also nicht wir, aber die Verleihung. Der stand da gar nicht drauf. Ich habe das nämlich gelesen, da stand nämlich gar nichts drauf. Er hat sich nämlich Karteikarten geschrieben, wo gar nichts draufsteht, nur damit es cool aussieht. Genau. Richtig, richtig cool. Aber ist egal, wir stehen hier zum vierten Mal jetzt. Zum vierten Mal, genau. Und haben hier richtig viel Spaß mit Freddy. Hier, wieder traditionell. Ja, klar, geht jetzt. Jetzt links. Also von dir aus rechts. Ja, genau, passt. Und jetzt gehen wir trotzdem noch mal, einmal noch, gehen wir runter und schauen, was die Leute hier von der Veranstaltung denken. Also noch ein bisschen kannst du, ich sag dann Stopp. Ja, genau. Du kannst dich hier gleich umdrehen. Wir sind natürlich wie jedes Jahr hier im Kurhaus in Baden-Baden, habe ich ja schon gesagt. Ja. Wir hatten auch nette Leute getroffen, die schon die Stadt auch nochmal promotet haben. Schon. Weil wir ja sind ja der und es wird schon Fotos gemacht von uns. Komm, wir gehen mal ganz schnell hin, Aber wollen Sie nicht mit uns reden? Ach so, wollen Sie? No talk. Alright. Schade, jetzt dachte ich schon, wir hätten jemanden gefunden, der für uns oder von uns Bilder macht. Aber zu schüchtern. Ja. Ja gut, wir sind ja auch schüchtern. Wir sind ja auch zu schüchtern. Tja, hi. Ah, er kennt sich aus. Machen Sie gerade Fotos oder wie? Ja, taking photos. Ah, taking photos, okay. We are taking photos too. Ja. Okay, komm, wir gehen mal hier weg. Jetzt sollen wir mal das Sachliche besprechen. Wir haben nichts Sachliches zu besprechen. Wir sind zum vierten Mal jetzt hier. Er sagt, er hat was Sachliches zu besprechen. Konstantin hat nie was Sachliches zu besprechen. Ich finde die Ironie in dem Satzbau. Okay, dann hau mal raus. Dann hau mal raus, dein Sachliches. Wir haben einige potenzielle Gewinner ja heutigen Abend treffen können ja und auch kennenlernen. Wen haben wir heute eigentlich hier? Wir hatten letztes Jahr Angie Kerber hier. Wir hatten, war richtig cool. Nochmal die Verlinkung hier, ne? Fabian Hambüchen. Super cool, das Interview. Aber heute, wen haben wir heute hier? Wer ist denn eigentlich hier? Eigentlich niemand, ne? Irgendwie haben wir keine Leute, die aber man irgendwie kennt. Wir sind hier. Zumindest, ist, ja, wir sind hier. Das ist immer das Wichtigste ja bei dieser Veranstaltung. Ja, wir sind hier, ja. Mit Kamera. Dieses Gefühl, wenn man da reinkommt und die Leute begrüßen einen und sagen, ne, Merk und Brotweg. Ja, alle kennen einen, ne? Wenn man den Namen sagt, man muss nur Benjamin Brotweg sagen, alle kennen einen. Toll. Okay, jetzt gehen wir wieder rein, weil mir ist ein bisschen kalt. Ja. Wir haben jetzt viel Spaß. Wir haben noch eine Menge Spaß jetzt und wir gehen jetzt rein. Komm, komm. Ja. Wir haben wieder mal eine Wahl von Haustierstellen hier und Sportler des Jahres. Ach so, eine Wahl. Aber wen hast du gewählt? Lasst euch überraschen. Ich dachte schon, wir machen heute hier die Wahl des Heiztuches, Schal. Wer ist weißt du, genau so eine Farbe habe ich zu Hause. Die Wahl der Binder. Da liegst du natürlich ganz vorne. Harter Typ, ne? Hier überall seine Trophäen aus allen Weltmeeren. Das ja geht noch weiter, genau. Ja, ja. Hast du mal gesehen, wie viel du hast? Gut. Hunderte. Also, guck doch mal, zähl mal. Kannst du gar nicht zählen. Nee, wir wollen heute Abend noch was anderes machen. Was denn? Also nicht zählen, meine ich. Ah, ihr zählt doch immer die Punkte, wer gewinnt heute, gell? Stimmt's? Schon. Und zwingst du mich auch hier? Ja. Also wir haben die Gästeliste gelesen, aber wir sind halt aus, also... Ja, es ist halt, noch Moment, was heißt Gästeliste? Die Gästeliste. Da standst du übrigens nicht drauf, ne, auf der Gästeliste. Ich bin auch kein Gast. Ah. Ich bin genauso wie ihr Profis hier.
Dann stehen wir aber auf der falschen Seite, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, was macht ihr da drüben überhaupt hier? Ich sehe, du musst auch einen Teppich erstellen oder nicht hinter dem Teppich. Weil da kann haben wir uns auch gedacht. Ja. Nee, nee, Spaß beiseite. Wir haben halt nicht so einen schönen Schal wie du. Was heißt schön? Ich meine, du hast Rot, Rot zu dem Blauen und geht gerade noch, das ist grenzwertig. Ja. Und dann hier das Einstecktuch, Schwarz zu dem, das geht nicht ganz. Das ist doch kein Schwarz, das ist doch Blau. Ja, aber dann... So, hast du nicht mehr so Schuhe, Farben? Geht, kriegen wir gerade noch hin, rote Schal, rote Schuhe, geht. Ist voll der Style, finde ich. Und dann hast du Herbert, Gürtel auch noch an, das ist ja auch noch so. Die Hermes Versand. Herbert, ich sage immer Herbert. Ja, aber Hermes Versand von der Paketkurier. Ja, das war gut. Das war 100 Jahre. Aber ohne die macht es ja keinen Spaß. Ja, aber ja, ich sage ja, gibt doch noch einen drauf. Sag mal, wer sendet denn eigentlich so einen Quatsch, was ihr da immer macht hier? Ist das so schlimm? Das ist, was ist Mercedes-Benz, ist das? Ihr wird doch gesponsert hier, wo ist der Stern? Stern ist nichts für uns. Wir greifen noch nicht die Sterne. Nach dem Stern. Ihr fährt praktisch den Wappen aus Stuttgart, oder wie? Ja, ja, schon. Echt? Den habe ich mir aber jetzt auch bestellt, den Wappen. Ja, hast du auch gemacht. Ja. Endlich mal nach so vielen Jahren. Toll. Wieder mal. Feierst du eigentlich Silvester wieder mit... Mit wem war das letztes Jahr? Ja, wir fliegen jetzt wieder nach Christoph Daum. Ja, genau, mit Christoph Daum. Genau. Ja, die fliegen einen Tag vor uns und wir fliegen einen Tag später und wir sind Silvester zusammen. Ja. In Thailand, richtig? Genau. Thailand wie letztes Jahr? Bei einer richtig harten Party. Also seit 78 eigentlich, seit über 40 Jahren. Und bei euch schneit es dann auch, ne? Wenn es künstlicher Schnee werden soll, dann gehen wir in die 5-Sterne-Hotels und wir haben da immer so, wie die Amerikaner, kitschig. Ja. Nein, nicht wirklich. Hoffentlich regnet es nicht, ne? Was haben Sie denn gemacht? Das haben wir gar nicht mitbekommen. Nee. Geheimnis. Geheimnis? Geheimnis. Ich hatte alles einfach voll. Nur Lust auf Turnschuhe anziehen und habe dann gedacht, wenn ich die Krücken nehme, dann sagt keiner was dazu. Ah, aber sieht gut aus. Und man sieht auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, ja. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine Hüftoperation und muss sie leider noch 2 Wochen mit mir rumtragen, die Krücken. Aber es ist alles gut gelaufen und alles wieder heile, sodass ich nächstes Jahr wieder fit bin. Hat man das in Ihrem Sport üblicherweise? Hüftoperationen, nee, oder? Ja, ich habe es leider noch ganz so oft mitbekommen, aber ich habe jetzt gehört oder gelernt vom Arzt, dass es häufig bei Sportarten ist, die viel tief in der Hocke sind, dass da einfach auf der Hüfte dann so eine Belastung entstehen kann. Okay. Ja. Und wann ist wieder gut? Bitte? Wann ist wieder gut? Wann ist das alles wieder erledigt? Ja, das wird man noch genau sehen. Es war mal so die grobe Richtlinie, nach 3 Monaten wäre ich wieder einsatztauglich. Also den ganzen Winter über? Genau, so quasi ich Urlaub machen kann. Ah, Urlaub, wo geht's hin? Nee, kein Urlaub. Also Weihnachtszeit zu Hause, Silvester, vielleicht mal ein paar Weihnachtstage mehr zu Hause als sonst. Ja? Hi, guten Abend. Wir haben uns letztes Jahr schon gesprochen hier. Und wie geht's? Wie ist das Jahr vorangegangen? Wie war's so? Ich versuche jedes Jahr neu zu toppen und es ist mir dieses Jahr wieder gelungen und jetzt mal schauen, wie weit man auf diesen Abend hier kommen kann. Auf diesem Abend? Was steht denn an? Was erwartet man so? Nein, eigentlich habe ich keine Erwartungen. Ich erwarte eine richtig geile Aftershow-Party. Oh ja, wir auch. Deswegen sind wir auch hier. Ich meine, das ist nur neben Zeitvertrag. Ja, aber natürlich, ich sag mal jetzt, 2 Weltmeistertitel in 2 verschiedenen Gewichtsklassen, ja. Konnte Geschichte schreiben. Also Top 10 erwarte ich unbedingt. Ob es in die Top 5 reicht, wird klar. Ich bin mir unsicher, da sind andere Sportarten medial zu stark zu vertreten, glaube ich. Aber mal schauen wir. Schauen wir mal, was der Abend bringt hier. Ja, aber heute ist ja die ganze Rennsport und so, Formel 1 und so, gar nicht da. Ne? Deswegen sind da gute Chancen, dass die anderen Sportarten mal ein bisschen rausgehoben werden. Ne? Wie gesagt, ja, ich bin 2015 war ich Weltmeister, hatte ich große Erwartungen, da bin ich glaube 12. geworden. Seitdem habe ich gesagt, okay, lieber keine Erwartungshaltung mehr. Und das ist immer besser mit einer leichten Erwartung. Richtig, und dann schauen wir mal, freut man sich umso mehr, genau, was passiert. Mehr Erfolg ist, ne? Aber Top 10 gehe ich davon aus, das kann ich mal sagen. Alles andere wäre enttäuschend. Gut. Und sonst irgendwelche Freunde getroffen, so Branchentreff, sagt man ja auch gern. Ja, natürlich. Ja. Selbst hier, ich bin gerade zu spät gekommen, ich stand vor 2 Stunden noch auf der Matte, Bundesliga-Kampf und bin jetzt direkt hierher und bin kaum durch die Lobby gekommen, weil man natürlich, da standen alle schon an für den Shuttle-Service, man kennt alle, da muss man erstmal 20 Minuten Hallo sagen und zwar natürlich dann durchgekämpft. Aber jetzt haben wir es geschafft. Super, dann die Party gleich. Bis später. So, jetzt drauf geht's. Okay, ich hab. Kannst du dich auch ein bisschen höher halten, damit man ja auch sieht, weil sonst... Sieht man gut. Okay. Ich habe seit 20 Minuten überlegt, ne? Sie auch schon seit 20 Minuten rum. Ja. Was haben wir zwei gemeinsam? Ich habe es einfach nicht gefunden. Die Größe ist nicht. Viel mehr Mucks. Aber wir haben beide Turnschuhe. Ja, perfekt. Das ist auf jeden Fall... Aber ist ja normal auf dem Sport dabei, oder? Muss ich sagen. Nee, eigentlich nicht. Finden Sie das gezwungen, wenn man im feinen Zwirnen kommt? Ist es gezwungen für Sie? Finden Sie sich nicht so wohl? Das ist schon eine andere Sache. Ja. Schon andere Rüstung, ja, sehr viel Psychologie ja. Dabei. Und wenn man eine Sache anhat, die man im Kraftraum oder keine Ahnung, mit der man eben seine Leistung bringt und was man anhat, wenn man die Identität ist, die man ist,
und dann etwas anderes trägt, ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Krass, wie groß. So. Also wenn du jetzt eine richtige schöne Sportdresse anziehst und jetzt in einen großen Kraftraum gehst, wo schon andere sind, die ein bisschen... Schau ich so aus wie du? Gleich danach sowieso, ja. Aber wahrscheinlich fühlt man sich nicht gleich immer wohl. Ja? Also ja, darum geht es ja. Und dann versucht man in die Situation, sich so ein bisschen anzueignen. Und so geht es den Sport dann eigentlich immer anzudenken. Ja, meinst also du, ich laufe dauernd mit dem Anzug rum oder wie? Sehe ich so aus? Ich laufe. Zumindest sieht es gut gestylt aus. Ach, danke. Das ist so richtig. Also man hat das wollte ich dafür, ja. Man hat ein Händchen dafür. Und bei mir ist dann der Schwarze ganz normal. Der ist auch cool, ist doch leger. Dann hat wirklich einen kleinen Finger für Schuhe. Wir haben ein Händchen für den Anzug und so ein kleines Ding. Okay, na immerhin was. Wollt ihr da was? Keiner geht leer aus. Super. Nee, dann viel Spaß und bis später. Genau. Ciao. I'm lucky since 30, but you don't care at all. Miss Business Cigarette. Jetzt schauen wir mal, was hier die Leute so sagen, ne? Was hier so abgeht. Aber hier ist gar keine Balustrade, ne? Letztes Jahr war das anders, dass hier alles gewartet hat. Ja, genau. Der Wolfgang. Dürfen Sie kurz was fragen? Waren Sie hier, sind Sie auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Okay, Sie kommen hier nicht wegen Sportler des Jahres? Nein, eigentlich nicht. Glühwein des Jahres? Ja. Ah. Okay, alles klar. Nee, passt. Danke. Danke für die Auskunft. hi. Seid ihr hier wegen Sportler des Jahres? Leider nicht. Auch nicht. Gewählt. Ja, wir auch. Liegt an dir. Ich glaube, wir sind der Mann mit dem roten Halsband. Der Mann mit dem roten Halsband. Ja. Das ist ja wieder so einen schönen französischen Knoten, ne? Ja, habe ich französisch gemacht. Ich stehe nämlich auf Frankreich. Ah, guck mal, Sie macht ein Foto von uns. Haben Sie gerade ein Foto von uns gemacht? Okay. Did you take a photo of us? I don't know. Ah, okay. I thought you wanted an autograph. Do you take my video? Oh, okay. You're really famous from Germany, you know? Yes, I'm very famous too, you know? Yes? Ah, yeah, okay. Yeah? Yeah, for sure. Okay, cool. For sure. No, I live in Lebanon. Lebanon? Lebanon. All right. Yeah. Okay. But we can't take this because it's English. So, our audience is not English. German. And they are really. Can you speak a word German? No, German, no. No. Danke schön. No. Danke schön. Okay. Danke schön. Danke auch. Hallo. Waren Sie denn erfolgreich heute? Was heißt denn erfolgreich? Ja, wenn Sie hier stehen, haben Sie ein paar Leute gesehen? Genau. Ja, aber Autogramm, wollen Sie ein Autogramm von mir eigentlich? Nein. Nee? Nein. Ich hab Autogrammkarten dabei, ich kann live schreiben. Er ist ein Internetberühmter. Kennen Sie mich? Aber Sie kennen mich schon, ne? Ich kenne niemanden. Sie kennen niemanden? Also ich stehen hier nur... Das ist Zufall. Das ist Zufall gewesen. Ich bin eigentlich gar nicht so sportlich interessiert. Und wir auch. Sehen Sie, und das ist genau der Punkt gewesen. Aber es war trotzdem, es gibt so ein paar Namen, die man kennt und dann sagt man, aha, das ist der... Zum Beispiel so Namen? Ich weiß auswendig. Benjamin Brodbeck zum Beispiel? Nee, kenne ich nicht. Ah. Schade, das ist blöd. Das ist Ihr Name, oder wie? Das ist mein Name, ja. Tut mir leid. Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, tut mir auch leid, dass ich Sie enttäuscht. Warten, bis die Kamera gestartet hat, da würden wir Sie gerne was fragen. Aber die Kamera ist noch nicht an. Die ist an, es läuft schon. Haben Sie Ihr Handy wieder gefunden? Ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich. Brauchen Sie das heute Abend? Eigentlich nicht. Also? Ja, höchstens uns fotografieren, andere fotografieren, wie immer, ja. Andere oder uns? Nö, uns selbst nicht. Aber dafür sind wir ja da. Genau. Gut, dann schnell hoch. Wir wollen Sie nicht aufhalten, danke. Ja, ciao. Schau mal die Leute an. Glaubst du, da ist noch mal jemand, der cool ist für unseren Kanal? Ja, die Kamera lass mal ein bisschen schweifen hier. Zoom mal ein paar Leute. Zoom mal. Wie machst du so die Kamera, die so drüber fährt? Machen wir alles mechanisch. Ja, eine Kisscam. Aber komm, jetzt gehen wir noch zu jemandem. Sag irgendjemanden, den wir noch mal kurz haben. Bist du eigentlich schon mit dem neuen Toyota gefahren? Mit dem? Nee, nee. Noch nicht? Nee, das ist doch der. Die Mirai. Wasserstoff. Mirai. Ja, nee. Wasser ist nicht so meins. Stehe auf Benzin. Benzinautos sind für mich cooler, finde ich. Ja. Ja. Sollen wir jetzt noch hier ein? Nee, sticht dir das jemand ins Auge? Die fühlen sich alle so mega genervt von uns. Ja. Ich habe echt keine Lust. Da hinten würde ich eine so sehen. Ich sehe keine.
Nee? Okay. Nee. Ja, wenn du keine Lust hast. Lass mal hochgehen jetzt und... Okay, komm, wir gehen schnell hoch, bevor es zu Ende ist. Heute hat Konstantin einen Clown gefrühstückt, glaube ich. Einen, ich glaube mehrere. Oder mehrere, ne? Lass mich doch mehrere. Du wirst auch leicht rot jetzt gerade, ne? Du bist auch nicht so cool. Du willst auch gerade nicht hier rumlaufen. Aber ich will hier rumlaufen, weil wir müssen das alles zeigen. Komm, los, wenn ich du wäre? Was ist, wenn ich du wäre? Wenn ich du wäre, wäre ich selbst gesprochen. Nein, will ich nicht, komm, los geht's. Guck mal, wenn selbst Freddy jetzt sagt. Ja, eben. Last December. Wer noch? Den? Direkt zur Fußball-Ecke gehen. Ja. Ja, weil ich ja Fußballer des Jahres geworden bin, ne? Oh, hier ist aber verraucht. Oh, hier ist aber. Ist hier der Raucherraum? Au. Oh. Ah, da gehen wir gleich wieder raus. Wir sind Sportler. Ja, schon, wir suchen sehnsüchtig nach Interviewpartnern. Okay, dann let's go. Ja, sind Sie Raucher? Größte Sportveranstaltung in Deutschland. Hashtag Gold. Ah. Hashtag Berlin 2018. Ja, willst du ein Interview führen? Ich halte das Mikrofon hin. Ja, natürlich. Toll, ne? Gerne, gerne, gerne. Fast 9 Monate vorher haben wir schon richtig viele Karten weg. Ja, wie kommen wir denn da rein? Habt ihr auch irgendwie so eine Presseabteilung oder was? Müsst ihr euch artig akkreditieren und ihr seid ja... König schreiben. Ihr macht ja Weltfernsehen, sehe ich gerade. Ja, Internet. Genau, mit großem Equipment. Aber der Unterton gefällt mir schon wieder nicht. Okay, nee, ich auch nicht, ich mag das nicht. Passt auch nicht so wirklich zum Sportler, finde ich. Ich krieg gleich noch eine an. Okay, dann nochmal Grund genug. Rauchst du auch? Du? Nein, das würde ich ja nicht von hier weg wollen. Okay, sympathisch. Wir sehen uns nächstes Jahr in Berlin, ja? 7. bis 12. August. Ja. Schon mal vormerken, größte Sportveranstaltung nächstes Jahr in Deutschland. Ja. Ja, Sie kennen uns ja, oder? Dann schicken Sie einfach einen Brief. Also, wer MB nicht kennt, darf er nicht. Eben. Oh, guck mal, die Eintrittstickets. Nee, anziehen. Ah, wir haben die. Ah, ja, wir haben die gewonnen. Wir haben die gewonnen. Du hast die für mich gewonnen. Oh, ich habe viel zu. Oh ja, okay. Damit kommen wir jetzt. Wolle Petri ist ja schon da. Ja, klar. Damit kommen wir jetzt auch ins Stadion. Selbstverständlich. In VIP alles. Überall rein. Überall rein, ne? Alles. Aber nur, wenn du die bis dahin nicht ausziehen. Und damit könnt ihr duschen gehen, in die Sauna. Da könnt ihr alles mitmachen. Ja, jetzt ist aber alles verwackelt auf der Kamera. Oh, jetzt ist verwackelt die Kamera ohne Ende. Kannst du nicht ruhig halten, Freddy? Mann. Super. Stark. Viel Spaß. Toll. Danke. Wir wollen uns aber gerade noch mal drehen. Das war deine coole. Oh, sorry, tut mir leid. Ich wollte nicht auf die. Ja, genau. Wird auch zu viel hier langsam. Wird auch zu viel. Da drin ist die Veranstaltung. Die wird gerade anmoderiert. Wann geht's los nochmal? 19.30 Uhr, ne? Ja. Im ZDF wird es gerade schon begonnen. Ja, jetzt können wir auch gar nicht mehr rein. Noch davor. Aber wir trinken jetzt in der Zwischenzeit was. Freddy ist. Zwischenzeit. Ja, tut mir leid. Freddy, du bist auch schon durstig wahrscheinlich. Genauso wie ich. Bin auch so. So ist nämlich. Und du auch. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt rüber und trinken was, ne? Ja, alles klar, bis gleich. Die Crew ist fertig, aber der Kameramann, der ist noch, ne? Nach der Show ist vor der Show, für unsere Show. Deswegen gehen wir jetzt gleich nach vorne. Hallo. Bei den ganzen Presseleuten vorbei. Das wird sich mal zeigen, wie wir uns gut durchdrängen können, ja, oder, Herr Werk? Nicht umsonst hier. Jetzt ist der Kameramann abgeschieden worden. Okay, los. Krass. Ja, aber jetzt ein bisschen mehr lachen. Ja, hier auch, hier. Und einmal hier rüber für die Kamera da drüben. Für die Kamera da drüben nochmal, bitte. Erstmal. Danke. Gratulation zum Sieg. Dankeschön. Jetzt haben wir mitbekommen. Ich halte es nur gerade hin, dann haben wir Stereo. Kein Problem. Du spendest einen Teil deines Gewinns an der Schule, an deine Schule, an deine Ex-Schule. Was haben die damit vor und wie wirst du es einbauen? Also ich werde einen Teil an meinen Verein spenden, das hatte ich auch erwähnt. Silvesterlauf Trier, die haben eine Jugendgruppe, die Kinderleichtathletik ab 3 Jahren anbietet und da eine wunderbare Jugendarbeit leistet. Dann gebe ich einen Teil an die Wilhelm von Oranien Schule und zwar an ein Leichtathletikprojekt, in dem ich selbst als junge Schülerin schon Teil war. Es gibt dort eine Reihe sehr engagierte Sportlehrer, auch schon zu meinen Schulzeiten. Und
es ist meine ehemalige Region, wo eben auch viele Leichtathletikvereine sich mit der Schule verbinden und das möchte ich eben unterstützen. Und zusätzlich geht auch noch ein Teil an meinen ersten Verein, wo ich groß geworden bin, wo ich viele Jahre trainiert habe und ja, das soll auch ein Dank sein für die gute Arbeit, die dort geleistet wurde. Okay. Haben Sie so eine Idee, wo Sie sich in 5 Jahren sehen? So? Planen Sie gerne oder sind Sie ja so spontan? Der spontane Typ, der sieht, was kommt. Naja, ich bin 25. In der Leichtathletik kann man sicherlich noch bis Mitte 30 erfolgreich sein. Und demnach ja, ist der Plan, so weiterzuarbeiten, wie ich bisher geplant habe, schneller zu werden und ja, noch den einen oder anderen Erfolg zu erzielen. Ja, mach am besten schnell, weil dann können wir auch noch eine Frage stellen. Genau, zusammen. Ja, zusammen doppelt Handfest. Ja, wenn es euer Baden-TV zulässt. Ja. Seid ihr nicht so strikt? Acht. Echt? Das klappt, ja. Okay. Da ihr seid. Ah, gut. Dann bist du jetzt Fragensteller. Okay, wir haben neue Co-Moderatorin am Start. Bist du Fragensteller? Und wir halten das Mikrofon hin. Aber die Frage muss gut sein, ne? Absolut. Hast du eine gute in petto? Ja? Okay, okay. Ich bin gespannt. Jetzt, oder? So, das war's jetzt. Was hast du mir die Kugel gegeben? Wegen ja, Weihnachten jetzt, ne? Award. Danke, aber ich brauche das nicht. Bin ich angewiesen auf irgendwelche solche Plastik-Awards? Denn ich habe immer die besten Awards, dann ne? Weißt du schon? Ich bin Sportler. Wolltest du nicht sagen, das war die Pressekonferenz gerade? Hab ich das schon. Das war die Pressekonferenz. Jetzt sind wir Rudi Zerne, weil der hat vielleicht... Wenn wir ihn erwischen. Wenn wir ihn erwischen. Komm, los geht's. Okay, los, komm. Okay, jetzt machen wir was genau? Keine Ahnung, aber es ist richtig laut. Wir gehen nochmal kurz rein. Der Kameramann muss hier oben hinstellen. Ah, der Kameramann muss der hier Kameramann. Hoch. Die Kamera muss und hier er macht hoch. Einen blinden Wischer. Genau. Und da, auf eine Person. Seh Rudi, ich sehe gerade Rudi Zerne, ne? Ja? Da hinten. Dankeschön. Okay. Hallo, Herr Zerne. Hallo, Sissi. Schönen guten Tag. Alle Jahre wieder. Ja, genau. Ja. Wie läuft Aktenzeichen XY? Gut, wir hatten die letzte Sendung am 13. Dezember. Nach der Fahndung eines Messerstechers hat sich der Verdächtige gestellt. Von alleine war das? Ah, okay. Haben wir gar nicht mitbekommen. Ging gestern durch die Medien. Das war eine tödliche Messerstecherei in Bremen. Und da gab es ein Fahndungsfoto, das hatte die Polizei uns übermittelt und hatte uns gebeten, danach zu fahnden. Und der Mann hat sich gestellt. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Ja, aber sehr gut. Anfang ist gemacht zumindest. Ja, in jedem Fall. Also ich meine, deswegen ist ja die Öffentlichkeitsfahndung so wichtig. Wenn alle herkömmlichen Ermittler ausgeschöpft sind durch die Polizei, dann geht man zur Öffentlichkeitsfahndung übrig. Dann über. Da geht man zur Öffentlichkeitsfahndung über. Dann gibt es einen richtigen Schuss. Später am Abend. Genau. Und dann versuchen wir es. Ja. Und die Show hier als Auflockerung macht aber jedes Jahr gleich viel Spaß, oder? Ja, das ist jedes Mal eine neue Herausforderung, weil es ja meistens neue Sportlerinnen und Sportler des Jahres sind. Jetzt hatten wir durch Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ein Team, das zweimal nacheinander gewonnen hat. Auch das ist eine Herausforderung. Alles extrem sympathische Sportlerinnen und Sportler. Laura Dahlmeier, die mehr oder weniger auf den letzten Drücker aus Le Grand Bornand aus Frankreich gekommen ist, also die nach Genf gebracht wurde und dann... So gerade eben rechtzeitig noch zu uns gekommen ist und eine tolle Präsenz hier gezeigt hat. Auf jeden Fall. Es war, soweit ich weiß, auch erst die zweite Mannschaft in Folge. Es gab, ich glaube, vor 30 Jahren schon mal eine Mannschaft, die zweimal nacheinander gewonnen hat. Aber fragen Sie mich bitte nicht mehr, welche. War das der Achter? Der Rude Achter, okay. Ja. Lernen Sie noch was von mir. Ja, toll, ich bin begeistert, beeindruckt. Du bist nachher so Flöse. Also beim nächsten Mal bist du so Flöse. Sie haben ja so einen Job. Dann habe ich hier nicht mehr. Das wird nichts. Dann müssen wir hier auch das Mikrofon ändern. Okay. Sie gehen jetzt nach Südkorea? Oder? Für mich geht es nach Südkorea. Ich bin besetzt worden oder auserkoren worden mit Katrin Müller-Hohenstein zusammen Südkorea als Moderatorenpaar zu präsentieren. Freue mich sehr. Okay. Ja, wir müssen das nachher auf die Verhandlungen da drüben führen beim DOSB, die Verhandlungen, weil unsere Akkreditierung hat nicht ganz funktioniert, wie Sie sagen. Ja, das ist eine Schwierigkeit, um die muss ich mich aber Gott sei Dank nicht kümmern. Ja. Ja. Haben Sie ja gerade als Soufflöse bewiesen, deswegen ist er auf jeden Fall schon mal bei Ihnen dabei, schätze ich. Ja, alles klar. Klar. Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Hallo. Sie beide sehen gut aus. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Vorstellen für unseren Kanal. Hallo. Ja, also wir sind Johannes und Petra Bürgler. Unser Hochzeitstermin ist der 11, 12, 13, 14, 15. Stark. So jetzt. Genau. Super. Und wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen.
Toll. Mit wir der Familie, auch, genau. Mit der Familie Schmiede. Ja, wo seid ihr denn her? Dann haben wir was gemeinsam. Wo seid ihr denn her? Wir sind aus dem Internet. Aus dem Internet, okay. Wir kommen direkt aus dem Internet. Oh, dieser Mitglieder. Oh ja, klasse. Okay. Ich dachte, ich muss Sie einfach mal ansprechen, als Sie gewartet haben. Nein, wir sind nicht aus dem Internet, wir sind ganz normal aus Aachen. Auch sympathisch. Auch sympathisch. Aus dem Badischen. Ja. Wir sind aus dem Badischen hier. Und wollten Sie gerade warten? Haben Sie gerade ja, wir wollten gerade nicht mit dem Rudi machen. Von einem lieben Freund Liebe, beziehungsweise keine Grüße sagen. Nein, nein, die sind immer in Kontakt miteinander. Ach so, schade. Ja. Okay. Ja, wieso schade? Nicht mehr im Kontakt? Doch, die sind immer in Kontakt. Ich habe verstanden, nicht mehr im Kontakt. Doch, die sind immer in Kontakt miteinander. Das ist gut. Haben ja, Sie die doch sind ja vom Business, nein, ne? Nein, aber ihr wartet ja auf irgendwas. Ja, aber ja, auf nee, welche Leute? Wir laufen einfach locker rum, auf uns gewartet. Sie sahen super. So gut aus. Ja, ja, muss ich ja. Oh, das ist aber auch wirklich? Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, eher im Smoking, ne? So halb, also nicht ganz. Hallo. Ja. Hallo. Ja, 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 er ist smart. Sehr smart. Sehr smart. Ja, ja. Super. Smoking heißt Kamera nach unten. Jawohl. Ja. Soll ich, normalerweise trage ich solche Socken auch mal. Wirklich? Ja, wirklich, in Farbe. Schal, ne? Ja, aber heute. Diesmal habe ich keine Farbe in Socken. Aber das ist cool. Das ist ja, richtig cool. Ja, das mega. Ist richtig cool. Ja. Eigentlich wäre das Einstecktuch auch noch die Farbe. Ja, aber haben wir uns nicht getraut. Genau. Machen wir so Feige. Stimmt. Ja, ich brauche keine Socken. Insofern. Nee, das sieht da nicht so gut aus. Nee, das wäre blöd. Bestimmt. Ja. Wobei, das hat auch was. Sie müssen hoch, Sie drängen gerade, ne? Ja, wir wollen die Nächste sein. Ja, das stimmt. Wir hatten aber nichts hier in der Nähe. Aber wir freuen uns, hier dabei gewesen zu sein. Super. Ciao. Tschüss. Schönen Weihnachten. Tschüss. Dankeschön. Auch schönen Silvester. Das neue Jahr. Wohin geht's in Silvester? Wir sind zu Hause. Ja, kriegt einfach nicht genug, glaube ich. Aber dafür gehen wir in die Frau auf die Europa. Ja, ganz genau. Ja, hallo? Ja. Ehrlich? Das ist alter Chef. Ja, ja, sicher. Da bin ich auch. Auszukennen. Ja, natürlich. Nein, wir gehen Mauritius bis Colombo. Schön. Im Schloss. Freuen wir uns. Klasse, viel Spaß. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja. Gut. Schön. Also alle Internet-User, die Grüße hier aus Baden-Baden. War eine tolle Veranstaltung. Euch drei Fans, genau. War ganz toll. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Spaß. Ciao. Alles klar, ihr seht, hier ist sehr, sehr, sehr immer schön. Seriosität gefragt. Rudi Zerne haben wir, die haben wir auch. Und jetzt so. Gehen wir mal in den offenen Raum, glaube ich. Die zwei Damen stehen hier so rum, als langweilig. Wartet ihr auf was? Ja, auf euch. Nein, auf uns, ja, jeder wartet auf uns. Deswegen. In der Pressekonferenz, sie haben alle auf uns gewartet. Aber jetzt sind wir da. Wir können euch helfen. Aber wie gefällt der Abend so? Ja, es ist super. Wunderschön, das ist toll. Kriegen wir noch ein bisschen Emotionen so? Warte mal kurz. Wir brauchen schon ein bisschen mehr Emotionen, um das reinzukriegen. Okay, dann bitte. Kriegen wir dann noch ein bisschen mehr Emotionen für den Abend? Also, wie toll der war? Geht es? Also, was wünscht ihr denn? Also, er war schon grandios. Und da brauche ich noch mal ein bisschen mehr ja, aus sich rauskommen. Leidenschaft. Leidenschaft? Ja, Freddy hat recht. Freddy kennt das Business sehr gut. Also, ein bisschen mehr Leidenschaft. Wie war der Abend? Ich bin ein bisschen überfordert. Ah, okay. Ja, das kenne ich. War ich am Anfang heute auch. Ja, ich war schon mal in deiner Position. Hinter dem. Echt? Ja. Willst du? Nee. Nee, du machst es gut. Aber wen mache ich? Ah, ja, genau, ja. Ja, zeig mal. Das hatte ich auch, das haben wir schon so oft auch. So, aber wie fanden Sie den Abend heute? So was von. Ich bin ganz gerührt. Ja? So, wie oft mal sind Sie jetzt schon dabei? Ah, danke. Aber links habe ich. Ich habe mein Herz links. Ja, stimmt. Normalerweise trage ich mein Herz links. Okay, wie oft sind Sie schon dabei? Das erste Mal, zweite Mal? Nein, das vierte Mal. Wir beide. Jetzt muss ich gleich die Frage stellen, weil wir sind zusammen. Wollte ich dir jetzt Emotionen reinbringen oder nicht? Wolltest du gerade nicht in die Rolle von ihr springen? Ich hab doch mein Herz schon angepasst. Dir ist nichts mehr. Also, was soll ich jetzt machen? Du trägst einen richtigen Zweck. Meinst du, wir kriegen noch was hin in der Runde, Freddy? Okay. Er denkt schon. Wird zu groß? Ja. Bei euch beiden? Keine Lust mehr auf. Ich weiß nicht, ihr seid so voller Erwartungen. Wir sind immer voller Erwartungen. Muss man das, seid ihr nicht voller Erwartungen? Doch. Doch. Voller Erwartungen. Immer, ne? Ja, jeden Tag. Ja. Ja, das ist doch schon mal was. Sollte uns reichen für den Abend. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Alles klar. Was seid ihr denn? MB, Merk Brotbeck. Merk Brotbeck.
Genau, nicht andersrum, nicht verwechseln, weil das ist echt. Du? Ja. Ah, ja. Im Trio? Genau. Ja. Ja. Er hat so unerfolgreiche Fragen gestellt. Leidenschaft bei ihm war ungefähr so viel groß, deswegen. Jetzt möchte ich keinen Satz haben. Nein, ja, ja, ich merke schon, ihr wollt uns absägen. Also. Absägen? Meinst du? Absägen, ja. Absägen? Ja. Wie euch? Ja. Nein. Nein. Hast du den Eindruck, dass wir die beiden netten Damen absägen wollen? Nein, gar nicht. Also. Na gut. Ja, eben. Okay, also Freddy auch nicht. Langsam schaut sie schon die Decke an. Ich glaube, wir sollten sie abbrechen. Wir sind sehr... Jetzt fängt die Kamera auch noch an. Wir gehen weiter. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Sorry. Danke. Ja, nee, wir schneiden auf jeden Fall rein. Wir kriegen das schon. Wollt ihr ein Foto machen? Kennt ihr uns zwei nicht? Wollt ihr ein Autogramm? Ich kann auch ein Autogramm schreiben. Okay. Das war sehr lang. Die Leidenschaft geht in die Decke. In dem sehr Sinn würde ich sagen, wir gehen einfach mal also weiter. Also wir machen Emotionsfernsehen, aber... aber wir sehen uns später noch, ja, schätze ich. Klar. Okay, ciao. Okay, das beste Beispiel, dass auch solche Sachen. Es kann auch langweilig sein bei so einer Veranstaltung. Ja. Es kann auch langweilig sein. Aber. Uns ist nicht langweilig. Nee, uns ist nicht langweilig. Wir machen das wie eine Runde jetzt. Okay, hier wird es aber laut. Die Zeit läuft noch. Zieht euch. Sechs Minuten, ja, ja. Mach halt irgendwann einen Cut, ne? Sag's halt bald Bescheid. Zieht euch die Ohrenschützer auf. Nee, nee, wir gehen trotzdem rein. Viel zu laut. Hörst du uns? Nick mal, wenn du uns hörst. Trotzdem mal, oder? Ja, er hört ja, uns. Ja, wir müssen nur nah reinsprechen, das passt schon. Okay, wir haben ja Puschel, wir haben ja Sound. So, anfangen hier mit Henke. Ich bin keine Sponsor, keine Firma. Nein? Nein. Nur wenn es reinläuft. So, jetzt müssen wir mal durch. Durch, weiter kommt die Kamera mit. Super. Das ist aber toll. Und wir haben eine Liveband hier. Wie cool ist das denn? Das ist ja mega cool. Sollen wir mal das Mikrofon runterhalten? Ja, das klingt richtig gut, glaube ich. Hast du gehört, Freddy, oder? Okay, das war jetzt tolle Band. Letztes Mal hatten sie nur Sachsen gewonnen. Oh, er dachte gerade, wir interviewen ihn, ne? So, weiter geht's hier durch diese Reihen. Wunderbar. Edeka, ja, Edeka. Wir brauchen noch ein paar Interviews. Oh, dein Samtsakko fühlt sich richtig. Merk Samtsakko ist richtig weich. Super heiß. Oh, Entschuldigung. Wir haben gerade etwas sperriges Equipment. Oh, die war aber schon gut betucht. Ja, schon. Oh, wir wollten Sie nicht unterbrechen. Das ist der Mann mit dem Puschel. Das ist der Mann mit dem Puschel, ja genau. Aber am kleinen Puschel. Aber er reicht, also in der Größe reicht er für heute, glaube ich. Ja. Hat Ihnen gefallen heute Abend? Ja, es gefällt mir doch. Schön. Sie haben sich ja extra Wein noch ordern lassen, ne? Na ja, nur für meinen Tisch. Ja, toll. Wir haben keinen mehr bekommen. Sie haben mehr Exklusivstatus, glaube ich. Nein, ich bin besser in der Überzeugungskraft, glaube ich. Das kann natürlich auch sein. Ja, das war für das gibt mir zu denken. Das war Wein für meinen Tisch. Okay. Sie trinken keinen Wein? Ja, Rotwein. Man hat mich vorher mit Bier versorgt, weil der Enzis auch so lang ist, weil ich bin Biertrinker. Ah, okay. Ja, gut. Aber dann trotzdem zu Wein umgestiegen? Nein, für meinen Tisch habe ich doch gesagt. Gar nicht für Sie? Nein. Achso, ich dachte mit für Sie und für den Tisch. Für den Tisch. Ah, okay. Das ist aber selbstlos. Eine echte Gemeinde. Nein, Ivo. Für alte Kanacken, so wie den Tebelschuhe und so, macht man das. Okay. Oder? Alles klar, dann guten Appetit. Danke.
als alles zu essen. Habt ihr noch gegessen? Es schmeckt. Ja, danke. Werden wir vielleicht. Aber schmeckt nicht? Nein. Ach, also ich habe verstanden, lassen sich nicht schmecken. Nee. Was ist das denn? Nudelbrühe. Nee. Aber da gibt es auch noch andere Sachen, oder? Ja, gucken Sie, das vegetarische Zeug. Das vegetarische Zeug? Guck mal, das vegetarische Zeug, das kannst du auch essen. Nee, aber das nicht. Das Nudeln, ja, aber das war jetzt als andere vegetarische Zeug. Das ist nichts. Das ist nichts. Nee, das ist nichts, aber das vegetarische Zeug ist vielleicht was. Nee, deine auch nicht. Auch nicht. Ah, okay. Wo ist denn jetzt mein Co-Pilot? Ist der jetzt wieder. Achso, der hat. Ja, toll. Es war so nicht abgemacht, ne? Essen während des Drehens und Kamera, Rücken zur Kamera. Ich wollte mich in der Drehung der Kamerasituation anpassen. Ja. Oh, Sie stehen hier ohne, ganz in der Nähe vom Wein, aber ohne Wein. Ja, nee, ich habe ja schon was zu trinken. Ach so. Aber kein Wein. Nee, heute. Warum nicht? Heute kein Wein. Autofahren. Ja, genau. Lass mich gelten, heißt sie. Autofahren. Okay, okay. Also Benjamin? Oh ja, Entschuldigung. Ich glaube, sie hat den Wein geholt. Ja, ja oder da. Ich meine, hier, komm mal, frei. Los geht's. Los geht's. Sind wir drauf? Ihr seid die neuen Weinkönigin. Ja, genau. Die neuen? Seit diesem Jahr, oder wie? Genau, im September bin ich gewählt worden zur Weinkönigin. Ah, okay. Du? Ja, ich bin Riedesheimer Weinkönigin, also aus dem Ort, wo das Wein gut herkommt. Habt ihr auch einen Sessellift, oder nicht? Nee, das war eben Kuchen. Ja, genau, da gibt es diese Riedburg-Bahn. Genau, ja. Habt ihr auch irgendwas Schönes so, außer einer schönen Weinkönigin? Die Riedesheimer haben wir Schloss. Sehr, sehr bekannt. Und ja, wir haben sehr, sehr viele Weingüter, über 20 Weingüter, dieses Weindorf. Okay. Ihr habt vorhin serviert. Du warst es vorhin, ne? Du hast vorhin serviert. Ja. Aber mir nicht. Oder unseren Tisch. Das ist ja leider eigentlich für gar kein Wein rein. Also keine Flasche rein. Die Dame hat sich dann doch etwas überrannt. Aber es war nicht die Dame mit den Falten, oder? Doch, doch. Ich habe sie nämlich, gerade vorhin, gerade eben interviewt und sie sagte, sie hat eine hohe Überzeugungskraft. Ja, sie hat eine hohe Überzeugungskraft. Ja, tatsächlich. Okay, und sie hat dich so in ihren Bann genommen. Sie hat uns keine andere Wahl gelassen. Ja. Krass, die Frau müssen wir kennenlernen, die so eine Überzeugungskraft hat, dass sie Regeln quasi aushebeln kann. Ja, ich lieber nicht. Okay. Aber du kannst es gebrauchen, durchaus. Ja. Bitte, ich. Fabian, natürlich. Fabian. Ah. Hi, Fabian. Das ist jetzt richtig gemein, ne? Beim Weinordern. Es ist richtig gemein, dich zu erwischen, ne? Wieso? Nee, weil du gerade so geguckt hast, so. Ja, irgendwann will man halt auch mal einen Arm ohne Kamera haben, ne? Oh ja. Er dachte sich, wir schon wieder und dann... Aber wir haben dich auch nicht erwischt, deswegen dachten wir sagen mal kurz Hallo. Ja, freut mich, hallo. Hallo. War die Veranstaltung schön jetzt, genossen? Ja, ja. Du bist ja mittlerweile Inventar hier. Ich weiß gar nicht, wie oft, jetzt schon immer 13 Mal oder so, 12, 13 Mal. Nö, ist immer wieder schön, macht riesen Spaß. Das letzte Event vor Weihnachten, wo wir alle nochmal zusammenkommen und Spaß haben. Deswegen ist immer wieder schön. Hi. Was bestellen Sie sich denn hier gerade? Was gibt es bei Edeka so? Was Unalkoholisches. Ach, nur Getränke? Ja. Da gibt es gar nichts zu essen? Nichts zu essen? Aber ohne Alkohol? Ohne Alkohol. Wegen Autofahren? Nee, weil ich noch 16 bin. Echt? Ach so. Ah, okay. Gut. Aber können wir das trotzdem senden, auch wenn du 16 bist? Gut. Schönen Abend noch. Wir suchen gerade. Ja, aber du verfolgst uns ja gerade. Du läufst uns ja nach. Der hat richtig, richtig Lust auf uns. Was haben wir denn hier? Na? Ich habe hier Party-Equipment für die Damen und Ballerinas zum Nachhausegehen. Ich bin nicht so müde, sind vom Tanzen. Und ich sehe gerade, er ist auch in Samt. Ja, ihr seid beide die Samt-Boys. Boah, ja. Super geil. Bevor das jetzt ausartet, gehen wir aber doch eine Nummer weiter. Okay. Hab ich gefreut, okay. Ne? Danke. Wir sind ja schon nach 12. Ja. Samsung bist du S7? Mit der Schulter davor? Ja, davor. Sieht einfach aggressiver aus. Ja, sieht toll aus. Vor allem ich mit meinem Puschel. Pizza.
ist aber sehr schön geworden. Der Typ ganz links gefällt mir am besten. Und wo wird es jetzt gepostet? Auf unserem Instagram-Account gepostet. Auf Toyota. Nicht Toyota, aber Toyota unterwegs. Vor allem, ich habe ja, da kann man nach Hause gleiten, wenn die Füße müde sind vom Tanzen. Oh, ich gebe vor, die Füße müde werden. Tanzen Sie nicht so gerne? Nee, also eher weniger, zumindest nicht hier. Also wenn dann tanze ich privat. Dann habe ich Glühwein gewürzt für Sie. Allein in Ihrer Wohnung? Aha, niemals allein, nie in meiner Wohnung. Okay, da bin ich aber erleichtert. Immer wieder da. Und mittlerweile ist die Halle voll. Sportlerin des Jahres 2017 mit 911 Punkten Isabel Bert, Dressurreiterin. Auf Platz 2 mit 1786 Punkten Pauline Schäfer-Turnen. Und ungeschlagen auf Platz 1 Laura Dahlmeier, Biathlon mit 3135 Punkten. Und der Sportler des Jahres ist Johannes Rezek auf dem ersten Platz. Mit 1782 Punkten. Der zweite Patrick Lange, Triathlon, 1323 Punkte. Und der dritte Johannes Vetter, Leichtathletik, mit 1093 Punkten. Last but not least, die Mannschaft des Jahres 2017. Zum zweiten Mal hintereinander Laura Ludwig und Kira Balkenhorst mit 2140 Punkten an der Spitze. Danach Deutschland Achter Rudern mit 1668 Punkten. Und als Dritter haben wir noch die Staffel im nordischen Kombinierer mit 1472. Okay, das war sie jetzt, die 71. Verleihung der Sportler des Jahres. Ja, die war richtig cool, oder? Hat sie gefallen? Ja, war natürlich super cool. Sag lieber Stopp, bevor es nicht scharf wird. Aber was wir vergessen haben, ist Klavierspiel, ne? Müssen wir noch reinschneiden. Wir haben da was vergessen in dem Presseraum. Aber lass uns das lieber mal später rein. Ja, machen wir später nochmal. Schneiden wir noch rein. Bald ist Tradition bei uns in dieser kleinen Weihnachtsfeier. Tatsächlich mit Freddy hier hinter der Kamera. Vielen Dank dir auch. Und danke euch Zuschauern. Genau, euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist super cool. Und einschalten das nächste Mal auch. Ne? Wir sehen uns. Macht's gut. Bis bald. Jetzt spiel einfach, hau rein.